Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr Verena Dietl, die Sozialbürgermeisterin der LH München, gewinnen konnten für das Grußwort der Stadt. Die Preissteigerungen beherrschen nicht mehr die Schlagzeilen. Und trotzdem treffen sie uns jeden Tag. Und deswegen haben wir sie heute eingeladen, über die soziale Lage in der Stadt zu sprechen und was die Stadt macht. Begrüßt sie recht herzlich mit uns. Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner und vor allem liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich heute am Tag der Arbeit zu Ihnen sprechen darf und dass ich seit Kindheitsbeinen hier auf dem Marienplatz mit unten demonstriert habe dafür, dass wir uns einsetzen für Arbeitnehmerinnenrechte. Und es ist eine große Ehre, heute für mich zu Ihnen sprechen zu dürfen, und ich tue das vor allem aus Solidarität. Aus Solidarität, dass wir gemeinsam darauf achten müssen, wie wir diese Stadt gestalten und dass diese Stadt noch leistbar ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute von den Gewerkschaften und der DGB gefragt worden bin, ob ich auch nochmal als Sozialbürgermeisterin heute darauf eingehen darf, wie wir diese Stadt gestalten können und wie wir diese Stadt auch nochmal gerechter machen können. Wir tun das. Wir tun das tagtäglich. Wir überlegen tagtäglich, wie wir diese Stadt noch gerechter machen können. Auch in den Krisen ist es nicht an uns vorbeigegangen. Und wir haben schon den Blick darauf gerichtet, dass die Münchnerinnen und Münchner in der Großstadt gut leben können. Als Sozialbürgermeisterin liegt es mir eben gerade am Herzen, dass wir eine soziale Stadt haben. Aber es muss auch unser gemeinsames Ziel sein, dass diese Stadt auch sozial bleibt. Und diesen Kampf können wir allein als Stadt nicht führen. Wir stoßen vieles an. Wir haben einen großen Sozialetat. Wir haben den Sozialetat auch nochmal aufgestockt in Corona-Zeiten, in den Krisenzeiten. Aber nur gemeinsam mit den Gewerkschaften als Bündnispartnerin und gerade dieses Zeichen heute, dass sie auch laut sind, dass sie darauf hinweisen, wo die Probleme dieser Stadt sind und dass wir gemeinsam dafür kämpfen, gute Löhne für die Beschäftigten unserer Stadt rauszuholen, das muss unser gemeinsames Ziel sein, dass wir eben nicht die Spaltung vorantreiben in unserer Stadt und dass wir gegen Armut gemeinsam antreten. Als Bürgermeisterin bin ich zuständig für das Soziale, für die Bildung und für das Wohnen. Und deswegen danke schön, dass ich heute auch dazu sprechen darf, wo sich die Stadt einsetzt, genau in diesen Themenbereichen. Es sind genau die Bereiche, die die Menschen bewegen. Es ist nämlich wichtig, kann ich mir meine Wohnung noch leisten? Kann ich mir den Kita-Platz in meiner Kommune noch leisten? Habe ich überhaupt einen Kita-Platz, damit ich meiner Arbeit auch nachgehen kann? Aber was nutzen uns die guten Gehaltserhöhungen, was nutzen uns die Verhandlungen, wenn ich mir eben die Stadt nicht mehr leisten kann und wenn ich überlegen muss, ob ich vielleicht dann auch rausziehe? Es hilft uns überhaupt nichts, wenn die Mieten schneller steigen und steigen und ins Unermessliche steigen. Manche sogenannten Liberalen sagen dann, wenn du dir deine Miete nicht leisten kannst, dann kauf dir doch einfach eine Wohnung. Das ist leider kein Witz. Aber das ist das, was ich vom Bürgerschreiben tagtäglich mitbekomme. Es ist nämlich nicht einfach, dass sich jeder eine Wohnung kaufen kann. Und deswegen müssen wir uns gemeinsam für den bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt einsetzen. Und dass sich der Kapitalismus und der freie Markt für ausreichend Wohnraum und günstige Preise einsetzt, so mit Angebot und Nachfrage, das ist ein absolutes Märchen. Und es bleibt auch ein Märchen. Und so etwas Schlechtes würde ich nicht mal meinen Kindern als ein Märchen erzählen. Der Markt löst nämlich keine Probleme. Einfach darauf zu hoffen, dass sich alles von selber löst und man nichts dafür tun kann, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist es unser Anspruch, auch als Politik gemeinsam zu handeln. Und ich sehe heute wirklich viele Stadträtinnen und Stadträte, die sich tagtäglich mit mir gemeinsam dafür einsetzen. Ich sehe Politiker aus dem Landtag, wo ich auch weiß, dass sie aus der Opposition heraus alles versuchen, sich dafür einzusetzen, dass wir diesen bezahlbaren Wohnraum in der Großstadt haben, dass wir ihn in München haben und dass eben nicht das Preissteigerungspotenzial immer noch weiter nach oben geht. Wir als Stadt München, wir nutzen unser Handlungspotenzial. Wir nutzen, dass wir zum Beispiel nicht am Markt mitmischen. Wir haben zwei starke Wohnungsbaugesellschaften. Wir sind sehr engagiert darin. Ich bin in beiden die Aufsichtsratsvorsitzende
Und unser Ziel ist es, dass wir eben nochmal schauen, mehr Wohnungen zu bauen, mehr Wohnungen generieren zu können. Und deswegen ist es unser Ziel, die Münchner Wohnen zu gründen. Eine Fusion, die natürlich nicht einfach ist, wo wir auch gemeinsam schauen, dass sie gut gelingt. Aber wir tun das, weil wir eben mehr Wohnungen schaffen wollen. Wir haben derzeit 70.000 bezahlbare Wohnungen mit wirklich fairen Mieten. Wir haben einen Mietenstopp umgesetzt. Und unser Ziel ist es einfach nochmal 100.000 Wohnungen zu erreichen für diese Stadt. Und warum tun wir das? Weil wir als Stadt einfach allein dafür verantwortlich sind. Die anderen Vermieter haben es nicht notwendig, die Mieten gering zu halten. Und der Freistaat lässt uns sowas von im Regen stehen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und auch jetzt im Wahlkampf sind es nur leere Versprechungen, die da kommen, dass wir wirklich was gemeinsam für den günstigen Mietmarkt tun. Und deswegen dürfen wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Wir brauchen die Wohnungen, wir brauchen auch den Lebensraum für diese Stadt. Und wir werden nicht aufgeben, diese Wohnungen genau auch zu schaffen. Denn nur so wird es uns gelingen, dass wir genau den Einfluss auf den Münchner Wohnungsmarkt machen. Nur wenn wir gemeinsam stark sind mit den Genossenschaften, mit zusätzlichen Ankauf von Wohnungen und dass wir unsere Wohnungen bauen und sanieren und gut hier für den Mietmarkt zur Verfügung stellen können. So können wir einen Einfluss auf den Münchner Mietmarkt nehmen und dem werden wir absolut gerecht werden. Und genau dieses Engagement würde ich mir vom Freistaat auch erwarten. Und nicht nur die Wohnungen zu verscherben und anzukündigen, was zu tun. Nein, sie sollen genauso die Verantwortung tragen, weil die Müncherinnen und Müncher diese Wohnungen brauchen. Und ich möchte als Müncherkind auch, dass meine Eltern noch in München bezahlbar leben können. Dankeschön. Und ein Thema, was mir wirklich noch wichtig ist. Als Stadt München haben wir immer dafür Sorge getragen, dass wir Wohnungen schaffen und dass wir aber auch die notwendigen Lebensräume haben, die Grünflächen und die Infrastruktur. Mir ist es wichtig, wenn wir Wohnungen schaffen, dass es auch Möglichkeiten gibt, wo die Menschen sich aufhalten können, wo sie sich treffen können. Es darf aber nicht sein, wenn wir ein Begehren zu Grünflächen haben, damit wir damit den Wohnungsbau verhindern. Wir brauchen dringend diese Flächen, wo wir diesen Wohnungsbau überhaupt schaffen können. Und alle hier wissen, die Flächen werden sehr gering. Wir brauchen beides, Grünflächen und den Wohnraum. Es darf sich nicht gegeneinander ausspielen. Und da bitte ich auch die Gewerkschaften, dass wir uns dafür stark machen und einsetzen und das deutlich machen, dass wir die Münchner bezahlbaren Wohnungen auch brauchen. Ganz besonders auf dem Münchner Wohnungsmarkt sind für mich schon nochmal bestimmte Zielgruppen auch wichtig. Seit Jahren haben wir versucht anzustoßen, für die Azubis was Besseres zu machen. Der Azubi-Durchschnittslohn liegt 2022 bei knapp 1.000 Euro. Ein möbliertes Zimmer in München mietet man für 700 Euro. Gleichzeitig braucht man aber noch das Geld, um sich überhaupt das Essen und das Leben leisten zu können. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir vor kurzem als Stadt gemeinsam mit der DGB Jugend und dem KJR München Stadt das Azubi-Werk gegründet haben. Das ist eine Organisation, die sich wirklich dafür einsetzt, dass wir Azubi-Wohnen ermöglichen können, dass sich eben die Azubis die Stadt auch leisten können. Ich bin sehr froh, dass ich hier als Bürgermeisterin auch unterstützen kann, als Vorsitzende des Beirats. Wir hatten erst vor kurzem wieder Sitzung und ich möchte mich einfach gerne bei der Jugend bedanken. Und es sei mir erlaubt, die Jusos haben lange diese Forderung aufgestellt und sich eingesetzt dafür. Und die DGB-Jugend hat sich hier stark gemacht. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, das Azubi-Werk ins Leben zu rufen. Und deswegen ein Dankeschön für diesen grandiosen Erfolg für unsere Stadt und für unsere Münchner Azubis. Und ich habe vorher davon gesprochen, man muss sich das Leben leisten können. Es sind natürlich viele Sorgen und Nöte, die unsere Stadt besorgt haben, aber auch Sie, liebe Menschen unserer Stadt. Es war nicht immer einfach, wie man damit umgeht, wenn die Nebenkosten einer Miete steigen. Wir haben uns mit den ansteigenden, völlig explodierenden Energiemarktpreisen auf den Weg gemacht und überlegt, wie können wir die Münchnerin hier nochmal unterstützen, was können wir machen. Wir haben einen Wärmefonds mit den Stadtwerken gemeinsam auf den Weg gebracht, wo man eben einen Zuschuss beantragen kann, damit diese Nebenkosten, die bombastisch steigen, eben ein bisschen geringer halten kann. Ich bin sehr froh, dass wir hier unsere Träger der Wohlfahrtsverbände haben, die uns so hervorragend dabei unterstützen.
dass eben die Menschen an ihr Geld kommen. Weil es bringt nichts, wenn wir einen Wärmefonds auflegen und der dann nicht ausbezahlt wird. Ich bin froh, dass wir mittlerweile schon viele Millionen hier bei den Münchnerinnen und Münchnern angekommen sind. Uns ist es wichtig, dass man eben nicht die Heizung abdreht und frieren muss, sondern dass man dann eben auch diesen Zuschuss bekommt. Hier kann man sehr unkompliziert den Zuschuss beantragen und ich bin froh, dass wir damit auch was beitragen konnten zu den Krisen, die ja nicht nur bei uns als Stadt ankommen, sondern vor allem bei Ihnen, liebe Münchnerinnen und Münchner. Und dazu, dass auch möglichst viele davon profitieren, haben wir die Armutsschwelle nochmal den Kostenpunkt, also den Beitrag, nochmal die Armutsschwelle nach oben gesetzt. Bisher war es bei knapp 1.500 Euro, jetzt bei 1.600 Euro, dass eben gerade die, die keine Sozialleistung beziehen, aber so im Mittelmaß verdienen und überhaupt Geld zur Verfügung haben, eben sich auch die Stadt leisten können. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich beim Münchner Stadtrat bedanken, die dazu beigetragen haben, diesen Beschluss mitgetragen haben, dass wir es eben nochmal deutlich machen, dass man sich in der Großstadt das Leben überhaupt auch leisten muss. München muss für alle da sein und wir arbeiten weiterhin gemeinsam daran und das haben wir damit deutlich gemacht. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch mal was zu den Kindergärten und zur Kinderkartenversorgung sagen. Das ist mir natürlich als Bildungsbürgermeisterin ein wichtiges Anliegen. Ich weiß genau, dass Sie nur Ihrer Arbeit gut nachgehen können, dass Sie als Beschäftigte tagtäglich sich in Ihrer Arbeit gut einsetzen können, wenn Sie Ihre Kinder gut versorgt wissen. Und der Stadt München und der Regierung war es immer ein wichtiges Anliegen, dass wir die Kindergartengebühren eben sehr niedrig halten, im Kindergarten sogar kostenfrei machen. Und mittlerweile befinden wir uns in einer Situation, wo uns die privaten Träger wirklich niedergeklagt haben. Sie haben unser Erfolgsmodell, die Münchner Förderformel, 150 Millionen Euro, die wir jährlich ausgegeben haben, zurückgeklagt, so dass wir sie nicht mehr so umsetzen konnten, wie wir wollten und so, dass letztendlich auch gefährdet ist, ob wir als Stadt München das Ihnen, liebe Münchnerinnen und Münchner, ermöglichen können, hier die Kita-Gebühren kostenfrei und kostengünstig zu halten. Es ist aber unser gemeinsamer erklärter Wille. Bildung auf Kita und Kindergärten und Kinderkrippen ist Bildung von Anfang an. Und deswegen müssen wir sie möglichst kostengünstig auch anbieten. Und wir stehen dafür, dass der Kindergarten kostenfrei bleibt. Und seien Sie sich dessen gewiss, mit den Trägern und mit den Wohlfahrtsverbänden sind wir hier in Gesprächen. Wir schauen, dass diese Gebühren möglichst unten bleiben. Keiner kann sich 1.000 Euro Kita-Gebühren leisten und dann dafür arbeiten gehen. Das funktioniert einfach nicht. Und wir werden alles dafür tun, dass wir ein gutes Modell finden, wo die Eltern sich auf die Kita-Betreuung verlassen können. Sie, liebe Unternehmen, die auch die Unterstützung haben, ihre Beschäftigten sich darauf verlassen können. Und wir wollen vor allem, dass die Familien dieser Stadt hier gut entlastet sind und das ganz gezielt. Weil nur mit einem Kita-Platz kann man auch seiner Arbeit überhaupt nachgehen. Ich habe heute begonnen mit Solidarität und Zusammenhalt. Verstehen Sie das und ihr als ein Zeichen der Solidarität, des Zusammenhalts? Wir müssen uns dafür gemeinsam stark machen, dafür einsetzen. Und nur wenn wir gemeinsam miteinander im Gespräch bleiben und immer wieder darauf schauen, was diese Stadt braucht, wo wir uns engagieren müssen, können wir diese Solidarität und den Zusammenhalt auch gemeinsam leben. Jeder Tag ist ein guter Tag, in eine Gewerkschaft einzutreten. Aber der 1. Mai ist natürlich noch ein besserer Tag. Schön, dass Sie heute alle da sind, dass Sie dieses deutliche Zeichen setzen, wie stark wir in München sind, dass wir nicht aufgeben. Ich sende Ihnen von hier oben das Zeichen, wie wichtig uns die Gewerkschaften sind, wie stolz wir auf sie sind. Und bleiben wir gemeinsam stark gegen soziale Kälte und immer für die gemeinsame Solidarität. Freundschaft. Applaus